einmal ein netter Junge. Er heißt Karl. Er lebte in Knoxville, Tennessee. Karl, komm hier bitte. Ja, Vater, wie geht's? Kannst du zu Großvaterhaus gehen? Warum? Großvaterhaus nicht. Muss ich? Ja, trag ihm diesen Alkohol, weil krank, traurig und durstig ist. Pass auf, hier trag das. Ah, danke. Karl ging auf die Straße. Dann kam ein hungriger Zombie. Hallo, nein, you. Hallo, Zombie. Das Wetter ist schön, ja? Das Wetter gefällt mir nicht. Wo gehst du? Ich gehe zu meinem Großvaters Haus. Ja, er lebt über die Brücke. Er wohnt über die Brücke? Ja, geradeaus. Da drüben? Ja. Was machst du gern? Ich schwinge gern, aber du musst mich auf dem Swing drücken, ja? Natürlich. Ja, sehr gut. Karl ging zu der Swing. Aber der Zombie fängt an. Ich esse gern Großvater. Der Zombie kam sehr höchst nach Hause. Hallo? Wie heißt du? Ich weiß nicht, aber du bist mein Gericht! Der Zombie aß den Großvater. Als Karl kam zu Hause an, schlief der Zombie im Bett. Hinein! Hallo, Großvater. Ich habe deinen Alkohol. Oh, gib mir alles das Alkohol. Dankeschön. Yeah. Großvater, warum hast du weiß Haut? Ich bin heute im Garten gearbeitet und bin sehr müde. Nein, du musst ein Alkoholiker sein. Vielleicht. Großvater, warum hast du keine Zähne? Ich bin sehr alt. Großvater, warum hast du schlechten Geruch? Ich habe mein Popo nicht geputzt. Großvater, warum bist du sehr häslich? Häslich? Ich bin nicht häslich. Du bist böse. Großvater, warum hast du sehr... Keine Fragen mehr! Was? Komm in meinen Bauch hinein! Nein, Großvater! Nein. Gutes Essen. Gutes Kind. Schlafe ich. Nachdem der Zombie Karl gegessen hatte, schlief er. Rannte von der Zombies. Er ging in das Haus von dem Großvater. Ich bin glücklich, dass ich das Haus fand. Scheiße, es ist ein Zombie! Was sagt das? Nein. Ich tutette den nicht. Zombie. Scheiße,
Scheiße, es ist ein Zombie-Kind. Nein, ich bin kein Zombie-Kind. Ist das ein Zombie? Ja, ich will dich fressen. Pass auf, ich bin ein unheimliches Zombie-Kind. Ich befreie dich. Er befreite Karl und sein Großvater von der Zombie-Bauch. Super, dass ich ins Haus gehen. Ja, danke. Wo geht's du hin? Ich gehe nach Atlanta, weil diese nicht Zombie hat. Oh, kann ich mitkommen? Ja, komm mal aus nix. Kann ich auch mitkommen? Nein. Aber Atlanta hatte viele Zombies. Sie starben ein Wochen später. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie nach heute. Aber keine leben nach heute, weil alle gestorben sind. Schneller als dich. Du bist ein scheißer Krump. Fettes, dickes Mann. Komm in meinen Bauch hinein.